Ja, guten Morgen, liebe Zuschauer, und ein herzliches Hallo zum heutigen JFD Live Trading TV am 30. April 10:30 Uhr. Wir schauen auf den DAX, der ja wieder im Minus notiert nach dem gestrigen Crash, kann man ja fast schon sagen. Gut, 3% sind kein Crash, aber nach dieser gestrigen starken Ausverkaufsorgie, Amerikaner konnten sich hier auch nicht wirklich fangen. Wir sehen den DAX jetzt hier sicherlich im weiteren Abwärtsmodus. Wir haben den letzten Handelsmonat erreicht. Schon wieder letzter Handelsmonat, den letzten Handelstag des Handelsmonats erreicht, und wir stehen vor dem Mai, Sell in May, Go Away. So richtig hat sich die Saisonalität im Laufe des Aprils nicht durchsetzen können, und jetzt muss man mal sehen, ob hier im Mai noch ein bisschen was kommt. Es deutet sich aber, meine lieben Zuschauer, eine weitere Schwäche an. Wir hatten heute Morgen im JFD-Devisenradar den Euro besprochen, der tendenziell hier weitere Aufwärtsambitionen hat. Und die Korrelation zum Euro-US-Dollar, die negativere Korrelation Euro-US-Dollar-DAX, wurde ja schon hinlänglich besprochen. Soll heißen, wir haben jetzt hier sicherlich weniger gute Aussichten für den DAX. Das muss man mal festhalten. Und wenn wir jetzt hier im Stundenchart-Intervall mal hergehen und ich anhand der 24-Stunden-Indikation jetzt mal diesen vorsichtigen Abwärtstrendkanal einzeichne, der sich hier eben an dem jüngsten Scheitern, diese Abwärtstrendlinie vom Allzeithoch herleitet, übrigens eine sehr, sehr interessante Indikation hier während der Vortage mehr oder weniger, gestern dann der Ausbruch unter diese kurzfristige Aufwärtstrendlinie und der Rest nahm seinen Lauf. Letztlich haben wir hier diese kurze Abwärtstrendkanalstruktur aufgrund der zwei oberen und zwei unteren Bewegungspunkte. Und jetzt ist es durchaus so, dass der DAX hier unter kurzfristigen Gesichtspunkten einen Widerstandsbereich aufgebaut hat zwischen 11.450 und 11.480 Punkten. Das ist jetzt diese Zone hier, knapp unter 11.500 eben. Und wenn wir darunter bleiben, auch die aktuelle Erholung könnte, wenn wir dann hier nochmal versuchen, in Richtung ja, Eröffnungspreise anzusteigen, könnte sich das Ganze hier schon wieder erschöpfen und der DAX nach unten drehen. Das wäre hier mal das erste Szenario. Kommt der DAX über 11.500 raus, dann haben wir für mein Dafürhalten maximales Erholungspotenzial bis zum Support Level 1, was eigentlich anhand des Wochenpivotpunkts eine Unterstützung ist oder sein sollte. War es aber nicht, die wurde gestern durchschnitten. Wenn wir hier über 11.500 Punkte uns erholen sollten, dann wäre hier Potenzial bis in den Bereich 11.630 rund gegeben. Genau, jetzt hier nochmal hergehen und uns jetzt mit Fibonacci behelfen, vom letzten Reaktionshoch mal ausgehend zum heutigen Tief. Da sehen wir hier das 61er Fibonacci-Level bei 11.600 rund, also hier in diesem Bereich, wenn es denn eine Erholung gibt, oder was sage ich, das 61er, das 38er, wir müssen das ja drehen, praktisch hier vom letzten Erholungsimpuls ausgehend innerhalb dieses Abwärtstrendkanals, also hier der Hochpunkt vom Abwärtstrendkanal haben wir hier, jetzt das heutige Tagestief, das entsprechend projiziert, hätten wir hier bei 11.600 Punkten rund das 38er Fibonacci-Level, also eine 38-prozentige Erholungskorrektur, um hier letztlich dann wieder in Trendrichtung abzudrehen. Ja, Trendrichtung auch deshalb, ich führe es mal ganz kurz auf. Wir haben einen sehr, sehr klar aufgefächerten Rainbow. Da ist er, die Farben strukturell. Alle Händler sind sich jetzt aktuell im Stundenchart einig, der DAX wird, Schrägstrich muss weiter fallen. Und das sieht sehr gut aus, dass wir, wenn wir dann Erholung fahren, diese dann in Kürze dann auch beenden dürften und der DAX dementsprechend weitere Tiefs markiert. Sieht nicht gut aus für den Start in den Mai. Wie gesagt, wenn wir heute Erholung machen und aktuell kommt der DAX ja vom Tagestief zurück, 11.500, spätestens 11.480 eher, 11.480, 11.500 hier diese Zone, da haben wir schon die erste Hürde. Und sollte es tatsächlich darüber hinausgehen, gut, dann wären 100, 130 Punkte Potenzial nach oben kurzfristig gegeben, aber spätestens hier müsste der DAX dann wieder eindrehen. Das zur kurzfristigen Beschau. Bullish würde es erst werden, oberhalb von 11.700 Punkten, dann aber auch nur korrektiv bullish. Dann dürfte sich eventuell Erholungspotenzial im Bereich von 200 Punkten ansiedeln. Das dürfte dann hier bis zu dieser Abwärtstrendlinie vom Allzeithoch erreichen. Ich scroll nochmal raus. Ja, die hat jetzt hier ihre Relevanz bestätigt und ist im Prinzip maßgeblich. Und wenn wir hier über 11.7 rausgehen sollten, was ich mir nicht vorstellen kann, dann würden wir praktisch ja wieder in diese Zone eintauchen, in diese Range. Dann hätte man hier nochmal kurzfristiges Aufwärtspotenzial, aber spätestens hier oben müsste der Markt dann drehen. Davon ist zumindest mal ganz klar auszugehen. Favoriertes Szenario, wie gesagt, hier in dem Bereich müsste spätestens der Short ziehen, wenn nicht sogar schon bei 11.500. Gut, das wäre mal der Stundenchart zum DAX. Gehen wir mal in den Tageschart, um noch ein Stück weit ins größere Bild zu schauen.
Für heute, wie gesagt, durchaus weitere Verluste Richtung 11.220, 11.200 Punkte möglich. Schauen wir uns mal hier das Ganze im Tageschart an. Da haben wir mit dem heutigen Tief die Zone, die seit längerem präferierte Unterstützungszone 11.350, 11.400 Punkte touchiert. Diese Aufwärtstrendlinie ebenfalls touchiert. Und jetzt, meine lieben Zuschauer, ist es letztlich so, dass der DAX, wenn er wieder aufdrehen wollte, neben der korrektiven Erholung, die es jetzt eben geben könnte, müsste er hier schon signifikant über 11.700 Punkte rausziehen, um weiter bullische Zeichen zu setzen. Ja? Also wie gesagt, kurzfristig kann es hier eine Erholung geben aufgrund des starken Ausverkaufs gestern, dürfte aber nicht über 11.600 Punkte herausführen, dann eher hier nochmal ein Rücklauf. Und da wird es dann spannend hier in diesem Bereich. Gehen wir nämlich signifikant unter 11.220 zurück, beziehungsweise vielleicht auch schon heute, wenn wir hier uns schon früher erschöpfen, dann wird es hier unter 11.221 spannend, weil wir haben dann eben diesen großen Aufwärtstrendkanal unterschritten, meine lieben Zuschauer. Das wäre hier dann gerade für den Mai ein signifikant schwaches Signal. Und hier wären dann durchaus Rücksetzer 11.000, 10.600 Punkte zu erwarten. Das muss man an dieser Stelle aufgrund des angeschlagenen DAX hier definitiv sagen. Positiv wäre es natürlich, wenn wir hier diese Aufwärtstrendlinie verteidigen, insofern eine Minimalkorrektur vollzogen hätten. Und jetzt gehen wir mal kurz hier auch wieder anhand der Fibonacci-Levels vom Höchststand bis zum Oktober-Tief hier auf Tagesbasis mal eingefangen. Logarithmische Einstellung und jetzt schauen wir hier und da sehen wir das 23,6er Level. Also es wären, wenn wir uns hier nochmal ein Stück weit dippen, 11.200, 11.220, dann aber bei Tagesschluss wieder hochgehen, diesen Aufwärtstrendkanal verteidigen können, dann wäre hier im Prinzip eine Minimalkorrektur aufgrund der starken Performance seit Oktober vollzogen und der DAX könnte technisch gesehen hier innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals, der, liebe Zuschauer, immer noch intakt ist, und wir hatten hier auch im Dezember eine relativ scharfe Gegenbewegung gesehen beim DAX, das könnte sich dann hier im Prinzip als Startschuss einer neuen Rallye herausstellen. Allerdings müsste der DAX hier dann signifikant über 11.700 Punkte anziehen, um hier wirklich bullische Signale auszusenden. Das sehe ich, wie gesagt, aktuell nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, gerade unter dem Vorwand der Erwähnung, dass der Euro-US-Dollar jetzt eine Erholung ansetzen müsste, der DAX eigentlich weiter sich zurückziehen. Ja, also es sieht eher so aus, als würden wir hier weitere Tiefs markieren und als könnte hier diese Aufwärtstrendlinie nicht gehalten werden. Also unterhalb von 11.200 Punkten würde das hier sicherlich Gestalt annehmen und dann müsste man einige weitere 100 Punkte abziehen nach unten. Andererseits immer wieder Plan B im Petto haben, wenn wir diese Trendlinie verteidigen, uns hier beim 23,6er Level oberhalb dessen stabilisieren und die 11,7 wieder zurückerobern, 11,57, 11,7 speziell, dann kann man hier ja durchaus davon ausgehen, dass der Markt dann vielleicht doch noch wieder Aufwärtsambitionen hegt. Aber das sehe ich aktuell nicht kommen, liebe Zuschauer. Dafür ist mir der DAX zuletzt zu stark gestiegen. Jetzt hier die Signale am Horizont sind mir eindeutig zu bärisch und insofern bleibt es hier erstmal mit den Tendenzfallen Richtung Süden ausgerichtet. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den heutigen JFD Live Trading. Am Morgen, am Nachmittag schalten wir uns nochmal auf den US-Markt. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Dabeisein, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restvormittag. Auf bald, Ihr Christian Kremmerer und tschüss.